Regenwetter in Dortmund, keine optimalen Bedingungen hier im Signal Iduna Park, aber wir begrüßen Sie natürlich trotzdem sehr herzlich zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen FC Augsburg. Heute bin ich wirklich mal gespannt. Das ist ein Duell, das seinen ganz eigenen Reiz hat. Das sind tolle Mannschaften. Ich glaube, sie wollen und werden heute alles geben, alles zeigen. Der Rahmen stimmt. Jetzt kann es endlich losgehen. Dortmund hat immer schon großen Wert auf seine Jugendarbeit gelegt, Buschi. Und das hat sich immer wieder ausgezahlt. Viele Legenden, auch viele der aktuellen Spieler kommen aus der eigenen Jugend. Denken wir an Lars Ricken, an Michael Zorc oder auch an Götze, Reus oder Schmelzer. Kann losgehen. Die Dortmunder Borussia eröffnet das Spiel. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Niklas Süle spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Julian Brandt steht mit Jude Bellingham im Mittelfeld. Und einziger echter Stürmer ist heute Sebastian Haller. Dortmund verliert den Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Elvis Redzepi. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Gefährlich. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Ecke kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Riesenchance zur Führung. Damit hat er keine großen Probleme. Weiterer Eckball für Sie. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Florian Niederlechner. Gefährliche Szene. Leichte Aufgabe für Kobel. Marco Reus. Ball bei Mahlen. Der BVB mit dem Ballverlust. Niederlechner. Florian Niederlechner. Gut durchgesetzt, gefährlich. Junge, enger geht's ja fast nicht. Ball ist drin, aber abseits angezeigt, kein Tor. Zentimeter entscheiden da über Tor oder kein Tor, Wolf. Sie können es nicht glauben, aber es war wohl die korrekte Entscheidung. Niederlechner. Vorne der Ballgewinn. Ah, das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das Abseits, dann sortieren sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Das war zu wenig. Er zieht einfach vorbei. Das macht er sehr gut.
Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Reus. Schöne Aktion. Steilpass. Spielt den Ball in den freien Raum. An die Latte. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird sie ärgern. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Jetzt der Eckball. Sie bekommen den Ball nicht raus. Abwehr kann erstmal durchatmen. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen, und er hat ihn. Daniel Malen. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Und Reus. Jetzt die Gelegenheit. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Vargas. Das ist natürlich bislang keine gute Ballbesitzstatistik, die Borussia Dortmund heute aufzuweisen hat. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Aktuell haben sie den Ballbesitz. Vielleicht können sie für Gefahr vor dem Tor sorgen. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Die Chance für den Konter. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Flanke bleibt hängen. Vielleicht der Ausgleich. Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann geben sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke, und findet sie. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Elvis Redzepi. Ja, manch einer wundert sich. Abseits. Er fängt diesen Ball ab. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Bauer. Elvis Redzepi. Weg ist der Ball. In den freien Raum. Da müssen sie aufpassen. Tor! Da ist es! Er bringt sie wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Anschluss dort. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Der Angriff jetzt, das machen sie gut.
Eckball. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Die Ecke kommt. Ja, ja, den Eckball holt er sich. Da ist er zur Stelle. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Julian Brandt. So, die Chance jetzt. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Bauer. Guerrero. Sie bekommen den Ball nicht raus. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Hoher Steilpass jetzt, sieht gut aus. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Brandt. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Gleich wird hier ausgewechselt. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Aber jetzt ist der Ball weg, da machen sie nichts aus dieser Szene. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Meunier. Flanke von Reus. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Steilpass Bellingham. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Ja, das kann man nicht machen in der Situation. Hier sehen wir es nochmal. Das ist ein klarer Torwartfehler. Völlig ungewohnt. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da kommt der Pass. Malen. Nur noch der Torwart vor sich. Kein Grund zum Aufatmen. Weiter geht's, weiter gefährlich. Ja, starker Pass. So, mit dieser Entscheidung sind jetzt erstmal nicht alle zufrieden. Abseits. Ah, das war ganz eng bei diesem Steilpass. Aber ich glaube, ja, eine andere Entscheidung kann es da nicht geben. Es war Abseits. Den Ball hat er. Ganz souverän. Alea. Gefährlich. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Ermedin Demirovic. Gute Chance. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ballverlust Brandt. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da ist er im Abseits. Wechsel bei Dortmund. Julian Brandt. Da haben sie die Chance.
kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Ecke Borussia Dortmund. Weiter gefährlich. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Schöner Versuch. Was für ein Treffer und was für eine Distanz. Das hat er wirklich gut gemacht. Er zieht aus der Entfernung ab und der Ball ist drin. Keine Chance für den Keeper bei dieser Power, bei dieser Technik. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Acht Minuten jetzt noch. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Da ist die Chance. Ball bleibt hängen. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Dortmund holt sich voraussichtlich diesen Sieg. Sie müssen es nur noch irgendwie nach Hause schaukeln, Wolf. Das war Spielwitz, das war Torgefahr, das war Borussia pur. Machen Sie gut, Steilpass. Haller. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Könnte was werden. Was für ein Treffer und das aus dieser Entfernung. Also, da darf er sich zurecht feiern lassen. Da haben wir diesen Treffer aus der Distanz nochmal. Ich glaube fast, der Keeper hat nicht damit gerechnet, dass er aus der Entfernung einfach mal abzieht. Das ist schon eine richtige Abreibung. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Hereingabe. Da ist er da und hat die Flanke. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ich glaube, die Tore sprechen für sich. Die Abwehr hat ab sofort Albträume. Das war ein unglaublich starkes Spiel. Das war überragend.